Liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen in dieser spezielleren Art von der Einweihung von unserer neuen Realität hier im Jund. Wir haben ursprünglich eigentlich ein Grand Opening geplant, wo wir gemeinsam mit euch die neue Realität, aber auch das Webego-Festival und den pensionierten Anlass als Gemeinschaft mit euch wollen zelebrieren. Die aktuelle Situation hat uns dazu bewogen, die Angelegenheit in einer anderen Form durchzuführen und trotzdem Würdigkeit dem doch besonderen Projekt können schenken, weil es ist nicht nur eine neue Realität, wo die gelebte Transformation ein wichtiger Bestandteil ist von unserer Strategie von Bigger Impact 2025, sondern es ist auch ein Beschleuniger auf unserem Weg zu der Transformation. Demzufolge freut es mich sehr, auf dieser virtuellen Art mit euch gemeinsam das Erlebnis Jund zu feiern. Viel Spass dabei! Warum eigentlich das Jund? Seit dem März 2018 haben wir uns entschieden, eine tiefgründige kulturelle und strategische Transformation innerhalb der Webego Schweiz, die alle Gesellschaften betrifft, durchzuführen. Demzufolge haben wir eine neue Strategie etabliert, Webego Impact 2025, und uns überlegt, wie wir auch als attraktiver Arbeitgeber uns stärker positionieren können. Aus diesen Überlegungen war ein der wichtigen Milestones, sich zu verändern und in ein neues Gebäude, eine neue Realität zu erleben und umzusetzen. Wir haben aber nicht einfach in ein neues, modernes Büro wollen. Wir haben gesagt, wenn wir weggehen von Dietikon, dann wollen wir etwas Einzigartiges realisieren. Einzigartig in der Art und Weise, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten sollte, wie wir gemeinsam auch unsere Partner und Kunden können in unserer Kultur hier Bestandteil haben und das erlebt und spürbar machen. Im Jund wollen wir unsere Mission, und zwar einen positiven Impact auf Menschen und Unternehmungen, spür- und erlebbar machen. Das soll uns auch dazu helfen, unsere Vision zu verfolgen, und zwar die bevorzugte Partner sein für unsere Kunden. Seit dem März 2018 führen wir bei der Webego Schweiz eine kulturelle und strategische Transformation. Die wesentlichen Merkmale dieser Transformation ist einerseits die Nachhaltigkeit der Webego in der Schweiz sicherstellen und die zweite Zielsetzung war, dass wir die Webego komplett auf eine neue strategische Positionierung im Schweizer Markt etablieren. Das beinhaltet alle Gesellschaften der Webego in der Schweiz. Das hat dazu geführt, dass wir einige Projekte initiiert haben und in einigen Projekten noch in der Umsetzung sind. Und ein von diesen grossen Projekten, der ein wesentlicher Bestandteil und ein Milestone ist von dieser Transformation, ist das Projekt Jund. Das war eigentlich die Ursprungsidee, warum wir nach neuen Lösungen gesucht haben, wo wir unsere Transformation beschleunigen können, unsere Glaubwürdigkeit nach aussen stärken und unser ambitioniertes Ziel Great Place to Work können sie auch spürbar und erlebbar in der Organisation können zu etablieren. Und welche Ziele haben wir konkret als Webego mit dem Projekt Jund wollen erreichen? Mit dem Projekt Jund haben wir etwas einerseits Einzigartiges wollen erzielen. Das heisst, wir wollen eine Arbeitsplatzatmosphäre wollen kreieren, wo die Mitarbeiter sich entfalten können, wo die Begegnungszonen sehr offen sind, wo irgendwie Kreativität, aber auch der Austausch untereinander sehr stark gefördert wird, wo in den alten Konstellationen nicht möglich war. Also von dem her glauben wir sehr stark, dass durch die stärkere Zusammenarbeit und die Offenheit, die wir hier erleben können, und vor allem auch, weil wir mehrere Gesellschaften in diesem Haus drin sind, wir so ein bisschen die Stärke des Kollektiven, wo wir sehr gerne das Wort verwenden, hier wirklich auch ausleben und das Potenzial ausschöpfen können. Aber auf Kunden, auf Aussenwirkung, glaubst du nicht, dass Jund auch einen Impact hat? Ich glaube, das hat einen sehr grossen Impact. Das haben wir jetzt bereits in einer kurzen Zeit gesehen. Wenn wir Gäste bei uns zu Besuch haben, sind die sehr beeindruckt, weil wir irgendwie
sich etwas anderes vorstellt als ein Büro. Man hat nicht recht eine Vorstellung, ist das Büro, ist eine Familienwerkstatt, was ist es genau? Und ich glaube, was denen bleibt, ist, dass es etwas Einzigartiges ist. Und vor allem höre ich immer wieder, das wäre wirklich toll, hier zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das grösste Kompliment. Ich glaube, die Wahrnehmung vom Kunden, wenn er hier reinkommt und nachher wieder rausgeht, ist eine andere als das, was er sonst als Webego per se im Kopf hat. Andreas, du bist ja eigentlich, wo wir hier mit dem Projekt als Idee mal initiiert haben, bist ja du gerade neu dazugestoßen mit der Firma Move. Wir sind gemeinsam an einem Samstag einmal in diesem leeren Gebäude gesehen, wo wir nur das als Idee haben. Wie hast du das Ganze erlebt, den Wandel und das Ganze, was jetzt passiert ist, von dem ersten Samstag, wo du hier bist, bis heute? Das war natürlich für uns ein ganz intensiver Einstieg. Also so, es war nicht so ein langsames Ankommen, sondern eigentlich von 0 auf 100 in 3 Sekunden, dass wir es mitbegleiten, erleben. Gleichzeitig sind wir durch das eigentlich gerade Teil von der ganzen Webego-Kultur. Also wir haben natürlich einen Einstieg gehabt in die Webego-Familie in allen Facetten, die extrem schnell war. Und das Projekt zu begleiten war intensiv gewesen. Es ist ja anspruchsvoll eigentlich für eine eigene Firma, so ein Projekt zu machen. Da ist die Messlatte häufig höher. Und was wir auch von Seiten Move gespürt haben, dass wir das Projekt dafür machen, ist gewesen, zu jedem Zeitpunkt eine hohe Wertschätzung, ein ganz tolles Vertrauen. Und das ist auch von unserer Seite ein riesen Dank. Und ich glaube auch, das ist eine wesentliche Voraussetzung gewesen, dass es so gut gelungen ist. Andreas, am Anfang des Projekts haben wir ja mehr oder weniger nur die abstrakten Ideen von der Geschäftsleitung und was möchte man mit dieser Transformation erreichen. Wir haben irgendwo das Schlagwort gehabt, Familienwerkstatt, was das Ganze für uns soll darstellen soll, aber was es genau braucht, um das zu erreichen, haben wir nicht gewusst. Und dann haben wir zusammen einen Workshop mit ausgewählten Mitarbeitern gemacht, wo wir probiert haben, das zu konkretisieren. Wie viel Ablagefläche braucht es, wie viele Sitzungszimmer braucht es, wer schafft wie viel an welchem Arbeitsplatz, wie viele Leute haben wir denn genau, die hier arbeiten. Und wie hast du die Phase erlebt oder wie war das für dich gewesen? Ich glaube, es war eine sehr anspruchsvolle Zeit gewesen, weil es sind natürlich ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen rum gewesen. Auf der anderen Seite war bei allen die Einigkeit, dass das Teil von diesem Haus, das passt ja eigentlich optimal. Also die Thematik Familienwerkstatt lässt sich da umsetzen. Aber wie wir das genau machen, auch die Ängste von gewissen Mitarbeitern, wie ist das jetzt, wenn wir da plötzlich in so eine offene Umgebung kommen. Du weißt ja, wir haben das letzte Jahr im Mai Mitarbeiter das erste Mal hier eingeladen. Dort war Angst wegen Lärm, Akustik, man würde sich gegenseitig stören. Dann hatte die Geschäftsleitung Ideen gehabt. Aber ich denke, es waren so gewisse Grundpfeiler von Anfang an, die klar waren. Es war, man will mit dieser Höhe arbeiten, man will Raum haben, man will einen Effekt erzeugen, wenn man reinkommt, wow, dass man durch das ganze Gebäude aussieht. Ich sage es Ihnen so, haben wir gewisse Hilfe und Rahmenbedingungen gehabt, die es uns dann eigentlich erleichtert haben, das Konzept zu machen. Und sind eigentlich dann auch probiert, die verschiedenen Meinungen eigentlich unter einen Hut zu bringen. Und ich denke, das ist in dieser Konzeptphase sehr gut gelungen, auch durch das wir auch immer wieder eine enge Anbindung an die Geschäftsleitung hatten und gemerkt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Lustig, wenn du sagst, unterschiedliche Meinungen. Weil ich weiss, in der Anfangsphase, wir haben zwar immer alle miteinander geschwätzt, wir haben immer über das gleiche Projekt geschwätzt, aber ich bin sicher gewesen, wenn wir auseinander sind, hat jeder eine ganz andere Vorstellung davon, wie sieht das da innen aus. Und du, Christoph, ich weiss, wir sind hier reingekommen, absolut leerer Raum. Und du hast das Vergnügen gehabt, das, was wir als Idee formuliert haben, noch nicht zu konkretisieren und auszuschaffen. Ja, das war natürlich schon sehr beeindruckend, eine besondere Herausforderung, die große leere Halle. Ich bin ja auch von Anfang an dabei gewesen, was die Konzeptfindung angeht und bin bei den Workshops dabei gewesen. Insofern habe ich das begleiten können. Im Sinne der Machbarkeit und der Funktionalität, der Materialität. Und dann ging es natürlich darum, das umzusetzen. Es gab Dinge, die vom Grundausbau von der Hausbesitzerin gegeben waren. Die Holzkonstruktion, die ein innovativer, nachhaltiger und nachwachsender Rohstoff ist. Und in der Bauindustrie gibt es in der Weise, wie es hier umgesetzt ist, wenige Beispiele, wenig Erfahrung. Insofern war es für uns alle eine Reise.
Und du, Philipp, wir haben ja doch die Reise miteinander gemacht, und wenn ich mir jetzt zurückerinnere, so vom ersten Workshop, was man so noch für eine Vorstellung hat, wie die Werkstatt einmal rauskommen soll und was wir jetzt heute haben, da haben wir doch alle auch einen gewissen Entwicklungsprozess durchgemacht und uns gewandelt. Wie hast du das erlebt? Oh ja, es sind Entwicklungsschritte, die wir gemacht haben. Am Anfang haben wir gesponnene Ideen gehabt, wir haben verrückte Ideen gehabt, und das Ganze hat sich noch ein annähern zu etwas, das auch erlebbar als Büro wird. Und aus meiner Sicht ist uns das gelungen. Wir haben unglaublich viel überlegt, wir haben unglaublich viele Sachen darin realisiert. Was der Punkt ist, der mich unglaublich wundern würde, ist, alle die Gedanken, die wir gemacht haben, alle die Konzepte, die wir da reingebracht haben, ist das auch das, was die Mitarbeiter wollen? Ist es das, was die Mitarbeiter freut, wenn sie jeden Tag hierher kommen, arbeiten und fühlen sich die Leute wohl? Und darum, das wäre für mich noch extrem spannend, dort Feedback zu kriegen von den Leuten, wie sie das erleben. Wie erlebst du jetzt, Pino, die gleichen Leute, die du vorne an der Kanalstrasse in Dietigen gesehen hast, die da in ihren doch relativ verstaubten Büros gesehen sind, und jetzt tun sie sich hier auf dieser Jontbühne bewegen? Mhm. Haben die plötzlich ein anderes Rückgrat gekriegt? Wie erlebst du die? Ja, es ist in der Tat ist wirklich eine Reise, die nicht ganz einfach war, auch das Verständnis können zu vermitteln. Vor allem am Anfang, wie es der Philipp gesagt hat, was ist wichtig für die Mitarbeiter? Wir haben Ideen gehabt, wo wir das Gefühl hatten, das ist richtig für die WBGO, und das ist schwierig in der Anfangsphase, jeden abzuholen und zu sagen, passt es auch für dich, weil wir selber die Vorstellung auch nicht im Detail gehabt haben. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, die paar Monate, also ich nehme eine sehr starke Dynamik, Freude. Und das, was ich mir vorgestellt habe, dass wir sagen, es sollten keine Barrieren, es sollten keine Hierarchien spürbar sein hier drin, sondern aufeinander können zugehen und schauen, dass das Gebäude wirklich pulsiert. Ich erlebe die Leute heute so, und ich bin sehr stolz und froh, dass uns vieles auf dieser Reise, wo wir auch einen Lernprozess durchgemacht haben, sich heute, zumindest von dem, was bis jetzt spürbar ist, sich auch bestätigt. Was ist denn für dich, Andreas, das tollste Element, das wir realisiert haben drinnen? Ich glaube, der ganze Eindruck. Ich glaube, das tollste ist die Unverwechselbarkeit. Also, es ist nicht ein 0815-Büro. Es schafft mit dem Charakter von diesem Gebäude. Es repräsentiert den Wert von WBGO. Und da kannst du auch sagen, das Gesamtbild, das es eigentlich gibt, ist in sich einfach stimmig. Und es ist nicht, dass man sich irgendetwas vorspielt. Häufig sieht man, dass Leute sich irgendwie wollen, ein Image geben, das gar nicht zu ihnen passt. Aber ich sage, da fühlt man sich bei WBGO daheim. Und alle Besucher, die das gesehen haben, die vergessen das nicht, weil es einfach nicht 0850 oder Déjà-vu ist, sondern es ist eben WBGO. Für dich aus architektonischer Sicht? Ja, es ist natürlich so, dass man das auch von Leuten, die das Projekt nicht so kennen wie wir, hört, dass es außergewöhnlich ist, dass es nicht ein reguläres schwarz-weiß-graues Büro ist. Und das hat uns ja auch viel Zeit, Arbeit und Dialog gekostet, auszuarbeiten, was das ist. Also ein paar Sachen sind natürlich gegeben gewesen. Der industrielle Look, den das Gebäude hat, den es vorgibt, dass es auch mehr oder weniger unmöglich war, alle haustechnischen Anlagen zu verstecken, sondern man möchte sie zeigen. Und dann, wo wir uns eingebracht haben, war, dass wir das anderen Materialien gegenübergestellt haben. Also das Glas, was eine gewisse Eleganz und Kühle verströmt, dann aber das Holz, was wiederum warm ist. Und Vorhänge und Kissen. Die Vorhänge, die Kissen. Und die Farbgestaltung, dass wir versucht haben, diesen doch recht großen Raum durch die Farben zu gliedern, dass wir teilen in dieser 1000 Quadratmeter großen Halle Farben zugeordnet haben, die wiederum einen Bezug haben zu WBGO, also zu euch als Nutzer. Philipp, am Anfang haben wir gewisse Vorstellungen gehabt, Ideen, eine Vision, was aus diesem Gebäude passieren soll. Wir haben dann Fachspezialisten eingebunden für Konzeption, fürs Bauliche. Was mir sehr wichtig ist, ist auch die Nutzersicht. Für das bist du eingespannt worden im Projekt, auch aufgrund von deiner Erfahrung.
Wenn du heute als Nutzer in diesem Gebäude bist, wie fühlst du dich und auf was hast du Wert darauf gelegt, wo du eingebunden bist in dieser ganzen Projektphase? Ich glaube, wir müssen nur alle zurückdenken an den Sommer in der Kanalstrasse. Wenn du bei 36 bis 40 Grad irgendwo im Büro vor dir angeschwitzt hast, wenn ich hier reinkomme, fühle ich mich wohl, weil das Raumklima ist ja ganz anders. Und das Zweite, was ich extrem schätze, ist die Nähe zum Team, zu den Leuten. Ich glaube, die Rolli habe ich sonst schon etwa alle zwei Wochen gesehen, wenn man sich wieder mal im zweiten Stock verirrt hat. Und jetzt sitzen wir jeden Tag beieinander. Jetzt bekommen wir mit, wenn jemand etwas harzt, wenn es ein Problem ist, man hat Blickkontakt, man sieht sich, man hört sich. Bei mir im Team, sondern eigentlich über alle Abteilungen, über, du bist so nah beieinander, auch in der Cafeteria, dass du das wirklich hast. Also das Coole an diesem Jund ist, dass die höheren Räume wirklich so eine Behaglichkeit gibt, so ein Zusammenleben. Man hört von unten, man hört von überall, die Gespräche, man kommt das mit, man hat wirklich das Gefühl, man lebt es miteinander. Man ist nicht ein Einzelcamper oder in einer Company, sondern es ist so eine Zusammengehörigkeit, wie eine Familie. Das ist sehr schön. Ich finde, wir haben einen super Arbeitsplatz, top eingerichtet, mit allem, was wir brauchen, um richtig arbeiten zu können und in einer super Atmosphäre. Einerseits, also ich bin froh, hier zu arbeiten, einerseits weil, wegen dem Arbeitsplatz selber, andererseits auch die ganze Umgebung rund ums Jund bietet sehr viel Lebensqualität. Also im Jund gefällt mir am besten, dass das ganze Team nahe beieinander ist. Wir haben einen sehr guten Austausch, es ist Innovation drin, es ist Spirit drin. Und das ist eigentlich durch das offene Raumkonzept ist das eigentlich für uns optimal. Ich bin nahe bei den Leuten und das gibt aus meiner Sicht einen Mehrwert. Dann hat es auch kleiner Nachteil, es gibt Leute, die laute Stimmen haben, telefonieren oder so. Das ist manchmal ein bisschen störend für die, die konzentriert arbeiten. Ich bin ja seit 3 Wochen da im Controlling bei der Bebego. Und mir gefällt eigentlich, dass die Leute sehr sozial sind und auch sehr hilfsbereit und dass wir immer auf sie zugehen können. Mir gefällt unserem neuen Büro am besten die offene räumliche Aufteilung. Das fördert den Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen und erleichtert so schaffen. Was gefällt mir im Jund? Also sicher eben die modernen und schönen Inneneinrichtungen. Die Nähe zu den Kollegen. Es ist alles offen. Wir begegnen uns jeden Tag. Und die zentrale Lage. Wir sind nur wenige Minuten vom Stadtzentrum. Ich kann wirklich sagen, Jund hat sicher meine Erwartungen wohl übertroffen. Also mir gefällt es da, dass es so viel Licht gibt und dass es sehr zentral ist. Wir haben unseren Impact, dort können wir uns mit allen treffen, mit allen ein Gespräch halten und das finde ich auch mega schön. Ja, das Jund erlebe ich als sehr lebendig. Das heißt, hier kommen Personen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen. Man lernt sich sehr schnell kennen, man kommt auch sehr schnell ins Gespräch und man tauscht sich intensiv auch aus. Und es ist einfach, man spürt, wenn man ins Jund kommt, dass man ein Teil einer großen Gemeinschaft ist. Und insbesondere, was mir auch persönlich sehr gut gefällt in dieser modernen Arbeitsumgebung, in dieser Arbeitswelt, sind diese vielen kreativen Details, die umgesetzt worden sind, die einfach für uns eine sehr attraktive Arbeitsumgebung schaffen. Also sei es dieser Sitzwürfel, der vereinzelt auf den Flächen zu sehen ist, oder auch der große Küchentisch, der unten, oder wo ich auch schon gesehen habe, wie ein Team sich am Mittag zusammensetzen an diesem Küchentisch, zusammen auch Mittagessen, oder auch die Treppe, die die beiden Geschosse miteinander verbindet, und natürlich unser Wasserhahn, der in der Küche, der auch sogar Sprudel machen kann. All dies sind einfach sehr kreative Details, die umgesetzt worden sind durchs Projektteam. Und ich persönlich kann auch immer wieder entscheiden, je nachdem, welche Arbeit ich zu erledigen habe, brauche ich eher einen Raum zur Kommunikation, brauche ich eher einen Rückzugsort, um auch konzentriert arbeiten zu können, oder auch kreatives Arbeiten ist in den einzelnen Räumen möglich. Und mit dem Jond sind wir als MOVE Bestandteil von der Bebego-Familie, der auch entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Rein von der Zusammenarbeit her, es sind jetzt, sage ich jetzt mal, erst einige Monate, aber dadurch, dass man sich jetzt auch periodisch sieht, lernt man sich einfach viel besser kennen
Und dadurch, dass auch hier im Jont alle zusammenkommen, ist einfach die Kommunikation und der Austausch ist sehr vereinfacht gegenüber früher. Man nimmt die Bedürfnisse wahr und auch die, sage ich jetzt mal, die Probleme, die Herausforderungen oder andere Themen. Und es öffnet neue Türen, um sich gegenseitig auch unterstützen zu können. Also ich arbeite im HR und ich war sehr kritisch, was es geheissen hat, wir die Jont zügeln. Vor allem, als ich gehört habe, dass wir keine Türen mehr haben, auch dass HR eigentlich dem Ganzen ausgestellt ist. Und bin eigentlich eingestellt gewesen, dass das nicht funktionieren wird. Und jetzt sind wir doch schon eine Zeit hier im Jont und ich muss sagen, es funktioniert hervorragend. Also die Leute kommen zu uns, haben aber den nötigen Abstand. Sie respektieren, dass wir ein anderer Bereich sind, sprich sensible Daten haben. Und so nehmen sie wirklich sehr rücksichtsvoll. Sonst im Jont gefällt mir die ganze Atmosphäre hier. Es hat viel Licht, man sieht Leute, die man sonst nicht jeden Tag gesehen hat. Man hat einen Austausch zu allen und es macht wirklich Spass, vermehrt die einzelnen Kollegen wieder zu sehen. Hallo, mein Name ist Sascha Stanko, bin seit knapp drei Monaten bei der Bebego hier im Jont, Hauptquartier in Zürich, und habe das neue Office als topmodern und sehr, sehr offen und weitläufig kennenlernen dürfen und schätze dies auch. Vor allen Dingen hier am Marktplatz, an einem riesengroßen Tisch, wo wir verschiedensten Themen besprechen können, ob es Konzepte, Kalkulation oder auch einfach nur übers Wochenende reden und was Leckeres dazu essen oder auch einen Kaffee genießen können. Also ich bin unglaublich stolz, dass wir hier in Jont gezogen sind. Die Räumlichkeiten hier entsprechen wirklich die Verlegung-Ambitionen und unserer Arbeitskultur. Es macht mir persönlich unglaublich viel Spaß, dass wir einander sehen können und miteinander zusammenarbeiten können. Ja, es schafft eine Möglichkeit, sich zu begegnen und auch Synergien zu nutzen mit Webego und Move etc. Also für uns vom Santé ist das ganz eine lässige Möglichkeit, um auch kreativ zusammenzuarbeiten und Innovationen zu fördern. Für mich das Besondere am Jont sind die offenen Räumlichkeiten. Mein allererster Eindruck hier war wow, frisch, modern, hell, sehr offen. Das ist der größte Unterschied zum alten Hauptsitz, wo doch viel in Einzelbüros relativ abgeschottet gearbeitet wurde. Hier wird die spontane Kommunikation und agile Zusammenarbeit deutlich mehr gefördert. Und ich glaube, das passt auch zum frischen, modernen Auftreten von Verbego. Die positiven Feedbacks von den Kolleginnen und Kollegen freuen mich natürlich sehr. Geht auch ein bisschen Bestätigung, dass wir die Vision, die wir hatten, und die Realisation mit dem Jont sich positiv auf Kolleginnen und Kollegen auswirkt. Auch seitens Kunden bekommen wir sehr positive Feedbacks über. Kunden erleben unsere neue Realität offen, transparent und insbesondere familiär. Fühlen sich sehr wohl bei uns und das ist genau das, was wir realisieren wollen. Wir wollen einen positiven Impact haben auf unsere Mitarbeiter, aber auch auf unsere Kunden. Jont, was bedeutet das für uns als Verlego? Jont ist für uns the next step. In Englisch, beyond expectations. Es ist ein Zeichen, ein Symbol, das steht für die Zukunft, für das Vertrauen, was wir in die Zukunft haben. Für das Vertrauen in neue Sachen und dass wir auch darin investieren. Ich habe unglaublich viel Vertrauen, dass wir da tolle Zeiten erleben werden. Was bedeutet Jont für uns? Was bedeutet Jont für euch? Zwei Wörter. Vertrauen und Verbindung. Vertrauen in die Zukunft, dass wir investieren in die Zukunft, dass wir investieren in euch, Kollegen in der Schweiz, aber vor allem auch die Verbindung, die wir suchen. Einerseits die Verbindung mit der Zukunft, was ich schon erzählt habe, die Zukunft von neuen Arbeitswelten, wo wir jetzt mit Jont das richtige Beispiel zeigen, ein Vorzeigeobjekt, wo wir Kunden, Kollegen aus der Gruppe treffen können und die Geschichten, die wir erzählen möchten über die Arbeitswelten der Zukunft, auch in die Praxis zeigen möchten. Aber auch Verbindung legen zwischen die Geschichte und das Heute und die Zukunft. Jont steht für viele schöne Geschichten, die verpackt sind in die Sitzungszimmer, Kortenbach
oder Tony Hutmakers, glaube ich, aber auch das Impact Café. Das sind alles Verwegungsgeschichten, die da zusammenkommen. Aber auch Verbindung zwischen Kollegen untereinander, zwischen die verschiedenen Firmen, zwischen Verbego AG, Move Consultants, Care People, aber auch die Firmen aus die anderen Länder. Ich hoffe, dass Jont ein Treffpunkt wird, wo Leute sich begegnen, Know-how austauschen und die Kraft des Kollektives in die Praxis umsetzen. Aber ich hoffe auch, dass Kunden uns da begegnen werden, dass wir die Verbindung da bauen können zwischen uns und unsere Kunden und unsere Partners. Dass es nicht nur für uns ein Zuhause ist, aber auch für unsere Partners wie ein Zuhause fühlt. Dass die Gastfreundschaft gelebt wird, dass das herzlich willkommen heißen, was man immer erlebt, auch gelebt wird. Alle Sachen, wo ich volste Vertrauen habe, dass wir als vereinigte Betriebe, Gutmakers, wirklich da auch ein vereinigte Gruppe werden in Jont. 2 Jahre zurück bin ich zurück auf Holland gezügelt. Mein neuer Arbeitsplatz ist hier auf Schloss Kortenbach. Eine tolle Arbeitsplatz, wo auch Geschichte und die Zukunft miteinander verbunden sind. Ich habe damals Verbego AG hinterlassen in die Kanaalstraße 6. Das war schon eine schöne und tolle Firma. Aber die Entwicklung, die ihr jetzt die letzten 2 Jahre gemacht habt, ist auch, was Jont zeigt. Eine Quantensprung in die Zukunft. Die neue Welt, wo wir mit Verbego erfolgreich die Zukunft gestalten werden. Viel Erfolg zusammen da. Lieber Tom, recht herzlichen Dank für die lobenden Worte. Es ist mir ein persönliches Anliegen, aber auch dir und insbesondere auch Ronald Danke zu sagen. Dass wir so ein Projekt realisieren durften, das ist nicht selbstverständlich. Wir hatten keine einfache Situation vor 2 Jahren. Und dieses Commitment, das Vertrauen gegenüber mir, gegenüber den Mitarbeitern und allen Gesellschaften hier in der Schweiz, schätze ich außerordentlich. Und das ist der Unterschied, den die WBG als Familienunternehmen gegenüber anderen Unternehmungen hat. Wir denken langfristig, wir investieren auch in schwierige Situationen und geben Vertrauen an die Leute, die die Gesellschaften führen. Recht herzlichen Dank für das. Ein weiterer Dank geht natürlich an unseren Gesamtprojektleiter, und zwar der Andreas Meister von der Firma Move. Du hast gerade so ein riesiges Projekt bekommen. Das heisst, die Messlatte ist von Tag 1 sehr hoch angesetzt worden. Ich kann nur Kompliment aussprechen für das, was du hier geleistet hast. Sicher mit einem starken Team und auch dem Support von einigen Leuten von uns. Aber dein Commitment, dein persönliches Engagement, das hat dazu beigeführt, dass wir auch heute etwas Außerordentliches realisieren können. Also auch dir recht herzlichen Dank. Ohne dich wäre das Jont heute nicht in dieser Form möglich gewesen. Für das möchte ich dir auch symbolisch etwas überreichen. Und zwar, das ist ein Helm, wo einerseits das Webego-Logo Move Together soll symbolisieren, dass wir gemeinsam die ersten Milestone erfolgreich können realisieren können. Wir aber, du siehst, das ist eine Art wie eine Baustelle, noch einige Themen haben, im Positiven, die wir gemeinsam lösen wollen. Ich bin sehr stolz und wir sind sehr dankbar, dass eine Person wie du und Move neu zu der Webego-Familie dazugehört. Recht herzlichen Dank für alles. Herzlichen Dank, Pino. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erschöpft von diesem Helm. Ich habe zuerst so gedacht, es gäbe so viele unzufriedene Nutzer, dass ich denke, es sei besser, dass ich mir zukünftig nur einen geschützten Status in diesem Gebäude bewege. Aber für das Symbol und das mit der Baustelle finde ich sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht auch von meiner Seite her noch als erstes einmal ist natürlich ganz klar, mein Kopf steht natürlich in dem Sinne für Move, aber ich habe sicher einen Teil geleistet, aber es haben noch ganz viele noch viel, viel mehr für das gemacht. Und die werden wir alle in diesem Dank auch mit einbeziehen. Ich bin fast ein bisschen rot geworden, oder? Ich meine, natürlich, Philipp hat das ja im Gespräch gesagt, eben so die Erwartungen der Geschäftsleitung, aber dass man eigentlich noch so kurzer Zeit von der
Mitarbeitenden, also wahrscheinlich haben sie die schlechten Beispiele, die Axel gefilmt hat, wahrscheinlich ausgeblendet. Aber ich sage mindestens die, die gebracht haben, und die sind glaube ich, alle unzahlt gewesen, oder? Das ist ja, da wird mir fast rot dabei. Also ich habe selten ein Projekt gesehen, wo die Leute so wahnsinnig schnell von so einer neuen Art begeistert sind. Es ist doch ein Kulturwandel. Und ich denke halt eben, es ist, wie vorhin die Kanalstrasse genannt worden ist, die ist nicht nur im Sommer heiß gewesen, sondern ich sage einfach, das ist ein funktionaler Ort gewesen, wo man einen Tisch hatte und dort konnte man arbeiten und nicht viel mehr. Und jetzt haben wir hier eigentlich eine Heimat gegeben, einen Ort, ein Symbol, wo es daheim agieren tut für die ganze WBGO-Schweiz. Also eben auch, wo wir auch heute immer gehört haben, dass die Schwesterfirmen auch mit inkludiert sind. Und dass wir hier uns treffen und eigentlich hier viel Neues entsteht. Oder? Wir wissen heute ja auch, nicht nur das fleissige Arbeiten bringt uns weiter, sondern auch das informelle, zufällige zusammen Ideen austauschen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und das kann hier passieren, das hat hier Platz. Aber wesentlich ist ja jetzt dann eigentlich von heute an vorwärts gerechnet, dass die kommenden Jahre eigentlich für WBGO, für uns alle, dass das eigentlich ein Meilenstein und ein Markstein ist wirklich auch für ein neues WBGO-Zeitalter. Auch wir, und da wollte ich insbesondere auch Christoph, den wir vorhin den Film gesehen haben, mit einbeziehen, haben natürlich, wenn wir schon von Geschenken reden, auch ein Geschenk mitgebracht. Und mit dem Bezug von Basel, hat vorbedenken, im Film ist eigentlich noch schlimm in Zürich, dass man mich so liebt. Mit diesem Dialekt hier, der ist doch manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Haben wir natürlich auch etwas mitgebracht. Und muss natürlich auch etwas aus Basel sein. Und das wird mir hier gerade gebracht. Und ich glaube, Pino, du wirst eine Freude haben, aber zum Glück bist du nicht der Einzige. Wir haben euch hier eine Original Gasparini Klassenkühltruhe mitgebracht. Und ich glaube, von dem her ist es auch gut, haben wir jetzt in der Öffnung verschieben, weil heute im Juni ist eindeutig Klassenwetter. Und das Ziel muss sein, bis jetzt oben leer. Ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und Danke. Ja, es ist ein spezielles Geschenk, da kommt ein bisschen die Jugend in Erinnerung und recht herzlichen Dank, es ist wirklich etwas Spezielles. Ich hoffe, dass das nicht das Raumklima kompensieren soll, sondern hier auch kühl wird sein im Sommer, nicht mehr Gasse brauchen, aber es ist sehr schön überraschend. Vielen Dank für das. Wichtig vielleicht auch, ja. Gerade zum Thema Gasparini, ich denke, da könnte man vielleicht noch ein bisschen Entwicklungshilfe hier für Nicht-Basler machen. Ist natürlich schon, als ich noch klein war, wenn man in Zolli gegangen ist, zu Basel, also nicht in Zoo, sondern in Zolli, dann hat man dort eigentlich, ist eigentlich immer das Highlight am Schluss gesehen, dass man noch eine Zolli-Klasse kriegt. Und das ist die berühmte Gasparini-Klasse. Das ist in Basel schon lange ein Qualitätsbegriff, gehört übrigens auch zur Gesellschaft für Arbeit und Wohnen. Das ist in dem Sinn ein nachhaltiges, rein gemeinnütziges Werk. Und weil wir Basel ja sehr offen sind und auch sehr viel Entwicklungshilfe machen, gibt es jetzt auch eine Installation von Gasparini in Zürich und das geht damit zu Ihnen auch so. Also von dem her, soll ich euch schmecken. Super. Sehr schön, ich schätze wir sehr, dass jemand aus Basel Qualitätsmerkmal in Zürich etablieren wird. Nehmen wir das Anspruch. Ich glaube, das Letzte, was uns übrig bleibt, ist das offizielle Band durchschneiden. Ich hätte natürlich sehr gerne den Ton und den Ronald hier dabei gehabt. Das war ursprünglich kein Plan. Wir machen es halt, wo dann muss sie uns live zuschauen. Sie wären auch gerne hier dabei gewesen und hätten auch gerne den Dank nochmal persönlich an uns allen ausgesprochen. Wenn man eine Band durchschneidet, habe ich gelernt, dass man eigentlich immer einen Wunsch sich ausdenken soll und was das symbolisieren soll. WBGO in der Schweiz ist bald 50-jährig. Ich hoffe, dass wir, oder mein Wunsch wäre, dass wir im Jont ein Umfeld kreiert haben, wo die Leute Neugier und Inspiration dazu bewegen, dass wir gemeinsam die Geschichte von den nächsten 50 Jahren mit der WBGO schreiben können. Und dann irgendwann ist auch unser 100-jähriges Buch, wo ihr ein wichtiger Bestandteil drin sind, gemeinsam unsere Kinder, die nächste Generation, auf uns kann stolz sein. Thank you.